Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder mal, euer Turn on Fucker 33 in Aquix Copa HDX NXX Pussy Destroyer 44 HD am Start. Und wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, gibt es einige Leute da draußen, die mir Hate-Kommentare schreiben. Und ich werde jetzt mal kurz meine Facecam anmachen, um das Ganze etwas persönlicher zu gestalten und mit euch darüber reden. Hi Leute, ich wollte euch bloß ansprechen wegen den Beleidigungen. Ich mache Videos, wann ich will, egal ob man mich beleidigt oder nicht. Und dieser, ich habe vergessen, wie der Name ist, aber der hat so ein Minecraft-Dingsbums, so ein Steve-Ding. Und genau, der beleidigt mich sehr. Ich hoffe, das war eine klare Ansage und ihr habt mich verstanden, ihr kleinen Pisser. Ich werde jetzt ein Video für euch machen. Are you sure about that? Lel. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich mich heute wieder mal auf die Suche nach YouTube-Kiddies begeben. Und es war eine lange und harte Suche, Leute, glaubt mir, ohne Witz. Und ich glaube, ich bin da wieder auf was gestoßen, was mein Leben um einige Jahre früher beenden könnte. Um das Ganze, was gleich passiert, etwas besser zu ertragen, gönne ich mir jetzt erstmal eine Spritze mit AIDS-infizierter Affenpisse. Ah, geil! Tut mir leid, die gerade gefreut sind an GTA. Mein Vater hat einfach Nein gesagt. Hier. Wer kennt es nicht, Leute? Der böse, böse Vater verbietet dir ein GTA-Let's Play auf YouTube zu machen. Und du rastest erstmal komplett aus und zerstörst einfach dein eigenes Spielzeug. Hier. Und dann haust du noch den Kinderwagen deiner kleinen Schwester um. Lel. Psycho Andreas wäre stolz auf dich, mein Sohn. Nee. Doch. Ich hab euch gesehen, ihr seid so glücklich von diesem Projekt, aber nee, da muss mein blöder Vater kommen und sagen Nein. Leute, ihr wart so glücklich. Ich hab die Ausstrahlung in eurem Gesicht gesehen. Ihr habt euch so darauf gefreut. Als ob sich irgendjemand auf deine scheiß GTA-Videos gefreut hat. Ich kann mir genau vorstellen, wie die ganze Sache ablief. Der Sohn so, Papa, Papa, ich will GTA-Videos auf YouTube machen. Dann hat sich der Vater halt locker so ein paar Videos von anderen YouTubern reingezogen und dachte sich nur so, holy shit, Alter, wo bin ich hier gelandet? Erstmal die GTA-CD von meinem Sohn zerbrechen. Und ja, komplett verständlich. Schaut dort an den Vater, Alter. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Ich will gern. Aber dann ist mein Vater gekommen, hat alles gelöscht, er alles in die CD rausgetan. Das geht leider ohne CD nicht. Sorry, Leute. Goodbye. Jo, Leute, habt ihr schon das neueste Nachricht gehört? Ohne GTA-CD gleich kein GTA-Let's Play. Und ich will echt nochmal sagen, Leute, sorry. Sorry, Leute. Sorry, ne? Echt, sorry! Ihr könnt euch schon vorstellen, wie ich mich nach dem Video gefühlt habe, ne? Ich musste mir erstmal 88 Schraubenzieherhiebe verpassen. Aber ich kam dann wieder runter. Es war wieder alles okay. Naja, jedenfalls für eine kurze Zeit, denn dann habe ich das gesehen. Wie heißt es? Nummer 1 von Apo Red. Also Leute, ich bin Nummer 1 und ich Nummer das. Oh yeah, ich komme mit 100 in Joghurt und esse dein Dorf. Oh yeah, ich komme mit 100 in Joghurt und fresse dein Dorf. Oh yeah. Nee, Leute, absolut keinen Bock mehr. Ich bin raus. Ich werde jetzt eine Menge Drogen zu mir nehmen. Oder vielleicht töte ich mich auch. Keinen Plan. Jedenfalls gebt dem Video einen saftigen Dildo nach oben und haut rein. Liebe.